Leihmutterschaft ist Menschenhandel. Ja. Also sie bekommen diese 9000 Euro und geben dafür alle Rechte an ihrem Körper für diese 10 Monate, die die Schwangerschaft dauert, eben ab. Es wird ihnen sowohl vorgeschrieben, wann oder ob das Kind möglicherweise abgetrieben wird, wie zum Beispiel bei Mehrlingsschwangerschaften. Ja. Es wird ihr vorgeschrieben, was sie isst, wie sie lebt, was sie tut, was sie darf, was sie nicht tut. Und jetzt im Zuge dieser Kriegssituation ist es auch noch so, die werden eben in diese Bunker gebracht, getrennt von ihren Familien. Man bevorzugt ja Frauen, die schon Kinder haben und Kinder geboren haben. Das heißt, die hat eine eigene Familie, die jetzt nach Polen geflohen sind oder irgendwo anders hin geflohen sind. Sie sind getrennt von ihrer Mutter und die Mutter ist getrennt von den Kindern. Also das ist die Situation, in der die jetzt gerade... Wo ist der Unterschied zur Sklaverei, fragt man sich dann. Genau, man denkt eben tatsächlich an eine Leibeigene. Ja. Zumindest für diese 10 Monate ist das die Leibeigene. Man entrechtet diese Frauen, um dann einem wohlhabenden westlichen Paar den Kinderwunsch zu erfüllen. Ja.